herzlich willkommen zu Innerlich Frei, deinem Podcast rund um gesundes Selbstmanagement und Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Manuela Seckler und du bist hier richtig, wenn du dir ein Leben erschaffen willst, das dich wirklich erfüllt. Ein Leben mit mehr Leichtigkeit und Freude, mit Erfolg im Beruf und nachhaltigem Glück in der Liebe und vor allem mit innerem Frieden. Es geht um das Thema, warum wirklich erfüllende Ziele so wichtig sind, auch für einen besser funktionierenden Alltag. Hat man sein Warum des Lebens, so verträgt man sich fast mit jedem Wie. So ein bekanntes Nietzsche-Zitat. Wahrlich ein gewichtiger Spruch. Einerseits passt er für das Thema dieser Podcast-Episode, andererseits ist er ein bisschen düster. Deshalb füge ich hinzu, was uns wirklich wichtig ist, weckt große Kräfte in uns und motiviert langfristig. Bedauerlich ist hier jedoch, viele Menschen nutzen diese zentrale Ressource nicht. Häufig liegt der Grund darin, dass sie nicht oder nur sehr vage wissen, was ihnen wirklich wichtig ist. Zu vielen von uns ist nicht bewusst, was sie im Innersten bewegt und wofür sie leben wollen. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der ohne diese Fragen auskommt. Zumindest solange keine Krise kommt. Doch das ist ein anderes Thema. Hier geht es im Folgenden vielmehr darum, welche Vorteile es für uns und für unsere Ziele bringt, wenn wir starke Antworten auf unser Wofür finden. Vielleicht kennst da auch du die Krux, die darin liegen kann, wirklich anstrebenswerte Ziele zu finden und fragst dich manchmal, warum du überhaupt irgendwelche Ziele anpeilen sollst. Und genau hier kommt die Sache mit der Wofür-Frage ins Spiel. Als erste gründliche Reflexion im Vorfeld. Sie ist ein wichtiger und oft vernachlässigter Teil im Rahmen unseres Zielemanagements. Denn wir können unseren Umgang mit dem Thema Ziele erheblich effizienter angehen, wenn wir das Ganze richtig vorbereiten. Du ahnst es schon. Indem wir eben vorher schon überlegen, was uns warum oder wofür wichtig ist. Wenn wir uns das klar machen und unsere Felder persönlicher Bedeutsamkeit sorgfältig ausloten, werden wir viel eher auf inspirierende und auch längerfristig motivierende Ziele kommen. Letztlich entscheiden wir damit ja auch, wofür wir unsere Lebenszeit und unsere Stärken einsetzen. Wenn du also mit starken Gründen an dein Zielemanagement herangehst, fallen dir mindestens diese drei Dinge leichter. Nämlich, erstens, stimmige Ziele zu finden bzw. zu entwerfen. Zweitens, spürbar motivierter an deinen Zielen zu arbeiten. Und drittens, schon auf dem Weg erfüllter zu sein. In deinem Alltag profitierst du dann so. Die Arbeit an Zielen, die dich emotional berühren und die für dich persönlich wertvoll sind, erfüllt dich viel mehr als das bloße Abarbeiten einer To-Do-Liste. Und neben der persönlichen Erfüllung wirst du auch viel erfolgreicher und mit mehr Leichtigkeit an deinen Zielen arbeiten. Was du dann natürlich trotzdem nicht erwarten darfst, dass du dann über deine Aufgaben nur noch jubelst. Doch wenn du weißt, warum und wofür du tust, was du tust, gibt das deiner täglichen Arbeit weit mehr Sinn und du bist viel mehr im Kontakt mit so etwas wie deinem innersten Kern oder deinem persönlichen Lebenssinn. Und wenn du darauf achtest, zwischendurch für ausreichend Entspannung zu sorgen, schenkt dir deine Arbeit viel mehr Energie, als sie dir nimmt. Und ganz nebenbei schützt das auch vor Stress und Burnout. Ich hoffe, dass du etwas für dich mitnehmen konntest und freue mich über deine Bewertung. Abonniere den Podcast, um über weitere Episoden informiert zu werden. Für heute verabschiede ich mich mit den besten Wünschen für dich
und freue mich, wenn ich dich bald wieder begrüßen darf. Deine Manuela Sickler.